Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einer Folge für die Yorvik Army. Wir hatten letzten Stream, hatten wir ja mal wieder so ein bisschen Yorvik Army Spaß gemacht. Habe ich euch übrigens hier auch nochmal gerne einen kurzen Ausschnitt dazu ins Video reingepackt. Und während ihr hier seht, wie die Yorvik-Armee einfach mal ihr Basislager oben auf dem Gebirge in Fort Pinta, nämlich, ja, wo haben wir das Ganze, Fort Pinta sage ich schon, Fear Grove, nämlich hier oben bezieht, habe ich einfach mal gedacht, da ich mal wieder nachgefragt werde, wie es überhaupt dazu gekommen ist, was daraus entstanden ist und so weiter und so weiter. Als allererstes haben wir natürlich so die Outfits dafür, für die Yorvik-Armee. Und die findet ihr ganz normal im Global Store. Ist auch überhaupt nicht teuer. Wenn ihr mal schaut, bei Kleidung habt ihr einmal als Top, nämlich das offizielle, sage ich nicht, ich jetzt einfach jetzt offiziell, das Yorvik Army, nämlich die Tarnweste. Und die habt ihr, nämlich sogar recht weit unten, da habt ihr ihn, nämlich den grünen Tarnpullover. Das ist der Yorvik Tarnpullover der Yorvik Army. Habt ihr hier nämlich. Den gibt es eigentlich hier Golden Hills Valley Shopping Center und Yorvik City, aber eben auch hier im Global Store. Als Kopfbedeckung haben wir bei Grün den ganz normalen Helm hier genommen, nämlich der Anfängerhelm. Der kostet euch halt fast gar nichts, kostet euch 40 Schillinge. Und als Beine, als Hose, haben wir noch diese Tarnhose genommen, die kostet 1200. Also habt ihr quasi die 4000 plus die 1200, seid ihr ein bisschen mehr als 5000 Schillinge dabei. Stiefel, am besten halt schwarze Kampfstiefel, aber ne, das ist eigentlich total egal. Also Hauptsache irgendwas, was halt nicht so auffällt. Am besten halt irgendwie so schwarze Stiefel, die halt ganz cool aussehen. Aber dann könnt ihr euch einfach nehmen, was ihr wollt und Handschuhe, entweder nichts oder schwarze. Und schon habt ihr da so ein richtig cooles Army-Outfit zusammen. Ich hatte mir so als Anführer zum Zeitpunkt, hatte ich mir noch die grüne Militärjacke dazu genommen, damit wir eben so ein bisschen einen Unterschied haben. Und so ist das Ganze entstanden, dass man eben sowas macht wie ein Reitteam. Und seitdem machen wir jetzt immer mal in den Streams da eben so ein bisschen Blödsinn zusammen mit der Yorvik Army. Das heißt, wenn ihr häufiger mal in den Streams dabei seid und Bock habt, bei den ganzen Blödsinn mitzumachen, könnt ihr euch ja so dieses Outfit holen. Wie gesagt, mit 5200 Schillingen ist es noch auf der preiswerten Seite. Gibt Schlimmeres in der Art. Und man kann ja auch mit der Zeit so ein bisschen sich die Sachen dazu holen. Also am besten kann man sagen, wenn ihr euch zuerst die Hose mit den 1200 und den Helm mit den 50 holt, dann seid ihr schon so, dass ihr mit einem schwarzen oder grünen T-Shirt da ganz gut dabei seid auch. Das geht natürlich auch. Wir sind da auch jetzt echt nicht wählerisch. Und dann nehmen wir halt ansonsten Leute als Rekruten mit so rein. Das ist auf jeden Fall so ein Ding, was wir jetzt ganz gerne so ein bisschen nebenbei machen, weil es auch einfach in den Streams ganz cool wirkt, wie so ein Club ohne Club. Und hat echt Spaß gemacht die letzten Male, kann ich auch immer nur wieder sagen. Und werden wir auch bestimmt immer mal wieder machen. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr das euch gerne holen, so das Outfit. Und dann immer mal wieder mitreiten. Vielleicht machen wir auch demnächst mal eine Reiterstaffel. Denn gerade auch beim Pferd gibt es ja tatsächlich auch eine ganz coole Sache. Beim Pferd gibt es nämlich auch als Satteldecke. Wo haben wir das? Da haben wir nämlich auch bei Grün. Nämlich die eine oder andere Sache. Da haben wir nämlich hier, wie ihr seht, die Tarndecke. Und dann können wir nämlich hier gucken. Ihr seht jetzt hier bei unserem Pferd mal. Haben wir die wunderbare oliv getarnfarbene Tarndecke. Und dann können wir mal gucken, ob wir da noch irgendwas Passendes dazu machen könnten von Sattel. Aber da kann man auf jeden Fall dann mal auch das eine oder andere drumherum basteln. Muss dann auf jeden Fall so ein bisschen matter eher sein. Haben wir das hier vielleicht? Nee, das Krokodil. Ich dachte schon gerade, das sieht doch so nicht passend aus, aber sieht es auch eigentlich gar nicht so. Könnte man eher so, vielleicht sogar fast so einen, ja, ich würde vielleicht eher sagen, ein schwarzer Sattel. Irgendwie, von den Sachen wirkt jetzt wahrscheinlich sogar schwarz am besten nochmal, dass man vielleicht so ein bisschen was getan. Das hat vielleicht auch was matteres Schwarz,
bin ich jetzt noch so ein bisschen mal überlegen, was man da machen könnte. Aber es gibt definitiv so ein paar Sachen, die da eigentlich wirklich ganz cool aussehen. Und da kann man eigentlich ganz gut was zusammenbasteln. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt sowas wie Tarnfleckgamaschen sogar gibt. Wäre an sich eine ganz coole Sache. Okay, die hier sehen eigentlich so ganz gut aus von der Art her selber. Aber es scheint jetzt sowas nicht in der Art zu geben. Ich glaube, das wäre noch mit das Beste. Oder ansonsten halt so diese hier. Diese Olivgamaschen von der Art her. Aber ich finde es auf jeden Fall eine ganz lustige Sache. Macht mir persönlich sehr viel Spaß. Könnt ihr mir, wenn ihr mal dabei gewesen wart. Und ich finde, die hier könnten auch zum Beispiel ganz gut gehen. Diese sowas in der Art, so ein bisschen diese olivmäßigen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie euch das Ganze immer so gefällt. Ich habe da echt viel Spaß dran. Mir gefällt es von der Art her ganz gut. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und euch noch viel Spaß dabei. Und natürlich bin ich gespannt, ob wir beim nächsten Mal mal vielleicht so eine richtig große Truppe zusammenstellen. Wir haben in den letzten Malen schon echt richtig, richtig viel an Leuten zusammenbekommen. Aber ich sage dann erstmal danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal zu einer neuen Runde Star Stable und heute Abend wieder mit ein wenig Streaming-Action. Und natürlich, wenn ihr mögt, nachher auch noch ein bisschen Final Fantasy 16. Bis dann. Ciao, ciao.